Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL einen knappen Heimerfolg gefeiert. Die Kanadier besiegten die Florida Panthers mit 4:3, 1:1, 1:1, 1:1, 1:0 im Penaltyschießen. Der 23-jährige Kölner bereitete sowohl das 2:2 als auch das 3:3 durch Oilers Kapitän Connor McDavid, 60. Minute vor. Im Shootout war es erneut McDavid, der den entscheidenden Treffer erzielte. Edmonton liegt mit 45 Punkten auf dem 10. Platz in der Western Conference. Ex-Bundestrainer Marco Sturm und die Los Angeles Kings verloren gegen die Ottawa Senators deutlich mit 1:4, 0:0, 1:2, 0:2. Die Kalifornier bleiben mit 37 Punkten weiter das schlechteste Team im Westen. Die New York Islanders konnten sich gegen Stadtrivale New York Rangers mit 4:3, 2:1, 1:1, 1:1 durchsetzen. Nationaltorhüter Thomas Greiss und Teamkollege Tom Kühnhackl kamen beide nicht zum Einsatz. Punkt. Die Islanders sind mit 52 Punkten Siebter im Osten.